Willkommen im HDB Schweißshop, meine lieben Schweißtechnikfreunde, meine YouTuber. Heute möchte ich euch ein kleines Tool vorstellen, welches ein Mi'kmaq-Schweißer immer dabei haben sollte. Wieso das Ganze? Was kann ich damit machen? Schauen wir uns jetzt gemeinsam genauer an. So sieht unser Mi'kmaq-Tool von heute aus. Was kann ich damit machen? Zeige ich euch jetzt. Ihr kennt sicherlich die Situation in der Werkstatt. Ihr wollt mit dem Mi'kmaq-Schweißen beginnen. Ihr wollt ihn abschneiden. Greift zum Seitenschneider und pitcht diesen ab. Soweit alles in Ordnung passt, ihr könnt damit weiterarbeiten, schweißen, aber mit dieser Zange könnt ihr weitaus mehr. Und jetzt zeige ich euch die Unterschiede. Auf der Rückseite der Verpackung können wir deutlich sehen, was diese Zange kann. Und zwar vier Punkte. Zu Beginn, wir haben hier diese Spitzen, ja, sieht aus wie so eine Delfinschnauze. Die sind nicht einfach so da, die sind dafür da, um die Düse, um die Gasdüse vor Spritzern und Perlen zu reinigen. Das funktioniert folgendermaßen. Ich stecke die Zange hinein und dann drehe ich das Ganze hin und her und befreie meine Gasdüse von den ganzen Spritzern und Perlen. Versucht das mal mit dem Seitenschneider. Geht nicht, passt ja nicht rein. Daher ein praktisches Tool. Schnelles und maßgerechtes Beschneiden des Schweißdrahtes haben wir hier vorne. Zeitsparendes Reinigen der Schutzgasdüse haben wir hier vorne auch. Abziehen der Schutzgasdüse haben wir hier durch diese große Öffnung. Lösen oder Festziehen der Stromdüse, das haben wir hier vorne. Wir können mit diesen beiden Funktionen die Gasdüse, Stromkontaktrohr, die Stromdüse sowie den Düsenstock lösen. Das zeige ich euch jetzt einmal. Wir haben die Düse einmal zu fest angezogen, was auch notwendig ist, und kriegen die nicht von Hand los. Greifen wir zu unserer Zange, klemmen das Ganze und können es lösen. So, es geht weiter. Hier haben wir unser Stromkontaktrohr. Wichtig ist hier an der Stelle, dass dieses Stromkontaktrohr immer eine richtig gute Verbindung zum Düsenstock, zum Rest des Brenners hat. Ich habe früher schnell zu dem Seitenschneider gegriffen und habe das Ganze hiermit gelöst und festgeschraubt. Wenn du das ein paar Mal gemacht hast, hast du hier hässliche Kerben und das sieht nicht so schön aus, beziehungsweise es stört auch den Schweißprozess. Also ich empfehle euch, das nicht mit dem Seitenschneider zu machen. Benutzt das Mi'kmaq-Werkzeug. Damit könnt ihr das nämlich wunderbar greifen, zumachen und lösen. Gasdüse drauf, wir sind fertig. Hier an der Stelle auch noch mein Tipp. Benutzt ein Teflon-Spray, um den Brenner möglichst lange vor Spritzern und Schweißperlen zu schützen, indem ihr einfach einen Spritzer in den Brenner setzt. Damit gewährleisten wir, dass die Spritzer und Perlen nicht haften und unsere Verschleißteile länger halten. Ich wünsche euch was, meine lieben Schweißtechnikfreunde. Seid schlau, schaut HDBTV. Peace und out. Ja, hoffentlich bekomme ich mehr Abonnenten. Ja, genau du. Wenn dir das Video gefallen hat, bitte setz einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal. Ciao.